Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zurück zu Crusader Kings 2 hier mit dem König Harun, dem unabhängigen, genau, dem grausamen Unabhängigen. Seit der letzten Folge ist Bayern und Böhmen nicht mehr im Heiligen Römischen Reich. Wir sind unabhängig, sehr zur Freude des Kaisers. Na gut, ich glaube, so wirklich gefreut hat er sich nicht. Das sieht man auch jetzt hier noch. Also, er ist ein kleines bisschen unentspannt, weil er diverse Titel von uns fordert und wir haben die Starkgemachte Krone. Das findet er auch nicht lustig, weil das bedeutet natürlich auch, dass hier nichts mehr rausvererbt werden kann aus Bayern. Das finden wir sehr lustig und schön und ja, ach ja, wir sind noch im christlichen Verteidigungspakt. So, unser Sohn, der Haubilius, wird nicht von uns ausgebildet. Vielen Dank für diesen Hinweis. Das ist irgendwie bei mir durch die Lappen gegangen. Das hatte ich. Huch, wieso geht es nicht? Das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Warum denn? Warum kann ich den nicht ausbilden? Warum ist dieser komische Hofspezi da? Ach verdammt, weil der Kollege, natürlich, weil der eine Grafschaft hat. Deswegen. Hallo? Was ist das jetzt? Oder auch ach, der Regent überlegt wahrscheinlich noch, oder? Jetzt. Okay, alles klar. Gut, es geht schon. Na gut, ich habe mir gerade gedacht. Also jetzt verstehe ich es dann nicht mehr. So, was ist das hier? Verteidigungspakt. Ach Gott, jetzt geht das wieder los. Ja. Das kennen wir alles. Haben wir eigentlich? Nee, wir haben kein Bedrohungslevel. So, unser Prinz Marvin. Nee, der soll bitte gütig werden, wenn es irgendwie geht. Nee, wird er nicht. Aber gut. Er wird zumindest auch nicht grausam. Was Schönes, er ist hier schon mal mit einem Besen verlobt. Mit der guten. Oh je. Ah gut, das ist eine rassige Italienerin. Ja, gut, das stellen wir uns jetzt einfach mal so vor. Zwilling, ehrgeizig, fleißig, ja, passt. Willkürlich, hinterlistig, okay, das ist dann schon ein bisschen schlecht eigentlich, aber. Jetzt schauen wir einfach mal, gell? Warum haben wir das eigentlich gemacht? Ich weiß nicht mehr. Es gab einen Grund, warum wir das gemacht haben. Naja, okay, wir wollten, glaube ich, irgendwie. Ach Gott, da braucht noch jemand unseren Beistand oder was? Ach, das ist quasi der Enkel, oder? Die Nichte, genau. Nicht der Enkel, sondern die Nichte. Also, lass mal unseren Hofspitzi machen. Wie geht's denen eigentlich? Die sind soweit gut aufgestellt. Okay. Schauen wir mal kurz die Intrigen durch, ob da irgendwas furchtbar Gefährliches dabei ist, wo ich sage, oh je, das geht gar nicht. Gut, das kennen wir ja, aber das fürchtet uns nicht mehr. Da ist noch nie was passiert. Fraktionen gibt es momentan drei, leider. Aber die sind nicht wirklich stark genug, um uns gefällig zu werden. Schauen wir kurz hier wegen dem Klimpergeld. Oh. Der Kollege bezahlt nicht. Warum nicht? Neidisch ist er. Schau an. Der Abt von Schwandorf. Aha. Mach ich ihn zum Hofnarr? Nö. Das ist schlecht. Nee, was machen wir denn mit dir? Den müsste ich ja tatsächlich bestechen. Das ist ja. Ja, kommt, die habe ich übrig. Die habe ich übrig, die 27. Oh, das ist aber auch ganz schön knapp hier, ne? Na gut, okay. Jo, passt. Gut, also der Rest bezahlt Geld. Heißt, da kommt Klimpergeld rein, das ist schön. So, nachdem wir jetzt unabhängig sind, können wir auch endlich unser großes Bauwerk errichten. Genau, sehr schön. Wir brauchen die große Herrscherstatue, oder? Grip Prestige, oder? Eine große Festung, die das Erobern der Provinz erheblich schwerer macht. Oder was gibt's noch? Die große Mauer. Aber die Provinz sicher vor Belagerung feindlicher Armeen machen. Oder was gibt's noch? Den königlichen Palast. Symbol der königlichen und prestigeträchtigen Linie seines Erbauers. Das klingt doch gut, den königlichen Palast. Dauert nur 23 Jahre. Super Idee. Kostet einmalig 1400 Geld und monatlich 1,6. Ja, komm, das riecht mal einfach mal. Einfach so, wenn wir es können, dass wir das auch mal gemacht haben. Schau, jetzt sehen wir hier da so ein Baukran oder was das da ist. Hier, genau. Da wird gebaut. Ob wir das erleben werden, dass das Ding fertig ist, das weiß man nicht. Schauen wir uns die Jure-Geschichten an. Hier Kroatien, da hätten wir einen Anspruch, aber mit dem Bobo haben wir, glaube ich, einen Friedensvertrag, ist ja hässlich. Nein, haben wir nicht. Haben wir nicht. Da könnte man voll reindübeln, Mensch. Ah, vielleicht, weil wir jetzt unabhängig sind. Vielleicht ist es da. Das kann natürlich sein. Haha.
Was hätten wir noch? Ja gut, das, da geht es gegen das Reich, das ist ein bisschen ungeschickt. Da würden wir gegen Sardinien kämpfen. Die Freunde, mit denen wir quasi gerade so unabhängig geworden sind, gut, ich meine, die werden Waffenstillstand mit dem Papst, ja. Also von den Truppen her wären wir da stärker, aber gut, das, man muss es ja nicht gleich unbedingt drauf anlegen, wegen einer schimmeligen Provinz hier ein Mordstruppensterben zu verursachen. Also weiß ich jetzt nicht, ob das dafür spricht. Ja, das ist auch blöd, das gehört auch zum Reich. Okay, dann sind wir wieder hier. Ja, weißt du was, dann machen wir den hier, oder? Dann wollen wir hier dem Kollegen aus Kroatien einfach mal den Krieg erklären und sagen, wir wollen diese lustige Provinz haben. Und dann drücken wir drauf, hurra! Endlich wieder Krieg, so, wen können wir ins Bündnis rufen? Ach Gott, wir, natürlich, wir haben ja den Lothringer noch. Ja, sicher. Da gibt es ja noch ein Bündnis. Stimmt, stimmt. Naja, es ist ein hässlicher. Kann ich ja nichts dafür. Der Manfred der Zweite, dass der kein wirklich schöner Kollege ist, aber mit 11 schon entstellt, das ist natürlich bitter, gell? Hm. Ja gut, soll ich dem sein? Naja, ich meine, der gerade da unten hat eh schon Probleme, gell? Der führt hier gegen 3 Fraktionen Krieg. Hat nur noch lächerliche 2000 Mann. Ah, komm, da brauche ich den Lothringer nicht. Nee. Komm, da packe ich meine eigenen Truppen aus. Zack, haha, genau. So schaut's aus. Sammeln in Österreich, genau, und zwar hier. Da treffen wir uns. Okay, dann sind alle unterwegs. Genau, Lübeck. Da habe ich ja keine eigenen Truppen. Die Burschen da unten, die haben wir ja freigelassen. Da bin ich ja zum Glück frei von, da muss ich mich nicht drum kümmern. Und da in Italien unten, das lassen wir einfach mal so dahingestellt. So, auf geht's. Was ist denn jetzt wieder? Der Prototyp unserer fliegenden Maschine ist kurz vor Abschluss. Ist mir unklug, wenn er die Maschine beim Flug selbst steuert. Okay. Ja, dann würde ich sagen, der Sohn des Kochs, nein, ich weiß nicht. Der Hund der Tochter des Schmieds, super Idee. Der ansässige Mistsammler. Ach Quatsch, das macht der Hund. Wir lassen den Hund fliegen, genau. Einfach mal so, mal schauen, der Hund, der kann das auch. Ihr findet irgendwo eine geeignete, ich habe mir Freude, was feststellen könnt, kommt der Wind des Schmied mit seiner weinenden Tochter. Okay, jetzt nehmen wir den Platz des Hundes an, ach verdammt. Okay, wir sind verwundet. Ah! Okay, das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Das geht nämlich auf die Kriegskunst, auf die Gesundheit. Okay. Wir denken über die Natur des Sturzes nach. Aha. Die Flugmaschine ist kaputt. Und wir werden nie wieder. Ach so, wir kriegen eine Bildung dafür, dass wir jetzt kaputt sind. Das ist super, das war ein tolles Event. Vielen Dank. Das hat sich richtig gelohnt. Das finde ich jetzt sehr schön. Eigentlich nicht. Wir haben einen Anspruch auf Venedig. Jawohl. Zack, Anspruch durchsetzen. Perfekt. Da wird er sich nicht freuen. Nein. Oh, der hat 10.000 Leute hier. Uiuiui, ui, ui, das ist aber tapfer hier. Das ist tapfer. Naja, das sieht ein bisschen verhaut aus, gell? So, ganz schön blutig hier. Naja. Okay, so, erst einmal hier meine ganzen halt, nee, das nicht, sondern da. Wen habe ich denn als. Oh ja, komm, ja, dann nehmen wir den Trottel hier aus Bozen auch noch mit. Ja, klar. Der mag uns eh nicht. Den lassen wir unsere Truppen anführen, vielleicht stirbt er. Das wäre lustig. Ja, ja, weg mit dem ganzen Blödsinn da. So, da treffen sich die Truppen. Zahle ich eigentlich drauf? Moment, dann muss man gucken. Tatsächlich, ich zahle drauf. Das ist nicht sehr schön. Moment. Da reicht das. Die Truppen löse ich wieder auf. Genau, das kostet nur Geld. So. Pass auf. Wir nehmen die Trottel, die uns nicht mögen. Den hier zum Beispiel. Der geht in die Mitte. Dann der Böhmer-Freund. Der mag mich auch nicht so. Oder sagen wir es mal so, wir hatten schon mal mehr Spaß. Und der geht auch noch mit hier. So, genau, jetzt pass auf. Jetzt gehen wir da runter. Und klopfen die Jungs weg. Ja, ja, jetzt drehen wieder alle dem Verteidigungspakt bei. Ne? Ich muss also lachen. Ganz schön rot hier. Ah ja. Venedig. Ah, wunderbar. Venedig. Okay. Vielleicht überlegen wir kurz, wo wir unseren Kanzler als nächstes hinschicken. Ungarn wäre doch ganz nett, oder?
Ja, Ungarn, die sind auch ständig im Krieg. Also ich finde diese Provinz hier, die würde uns auch gut stehen. Da würden wir unseren Kanzler einfach mal da hinschicken. Gell? Genau, sehr gut. No, dann kann man das alles einstecken, los sofort darunter und belagern. Und ihr verbröselt euch da. Also ich will diese Provinz haben, das sind meine nämlich. Genau, habe ich jetzt beschlossen. Die gehört mir. Also wird hier schön belagert. 9,4, ja, das ist ein netter Fortschritt, den nimmt man mal mit. Ja, also die da unten, die Kroaten, die haben es nicht einfach, ne? Ja, der hat keine Truppen, der hat keine Bündnispartner, das ist bitter. So, was macht der Ungar? Die starke Macht der Krone, da bin ich dagegen. Nein, das wollen wir nicht. Außerdem nützt dir das eh nichts mehr, bei dir geht eh alles in die Binsen, ne? Der Ungar, ach komm, hör doch auf. Ja, Verteidigungspakt. Gott sei Dank ist der nicht gestorben. Stellt euch mal vor, der wäre vorher gestorben, dann wären wir jetzt Kaiser und wir hätten wieder die alten Probleme. So bin ich ganz froh eigentlich. So bin ich ganz froh. So sind wir unabhängig geworden. Ah, schön. Oh, da sind 10.000 Mann hier. Das ist ja, oh, Venedig dübelt hier rum. Schau an. Der greift Kroatien an. Und verteidigt gegen Ancona. Der ist also in zwei Kriegen, wenn wir da jetzt auch noch mitmischen. Ja, wir haben einen starken Anspruch. Der wird nicht geerbt. Achso, natürlich wird er nicht geerbt. Ja klar, wir haben ihn ja fingiert. Also ich meine, wir haben offizielle Dokumente gefunden, die bestätigen, dass Venedig zu Bayern gehört, wollte ich sagen. Natürlich. Also. Wie immer einfach. Ne? So, wie geht's uns zum Junior? Faul. Mein Gott, das ist nicht gut. Gefräßig. Das, ja, mei. Aber das ist nicht schön. Hoffentlich kommen da nochmal ein paar Events, dass wir den Blödsinn hier loswerden. Das wäre schon wichtig. Ja, der ist noch nicht verheiratet. Das macht nichts, gell? Herzogtum Tirol können wir erstellen. Stimmt. Aber das will ich gar nicht, genau, weil ansonsten will wieder irgendeiner von denen, will dann das Herzogtum haben und dann, ne, drehen sie wieder alle durch. Nee, das machen wir nicht. Seid ihr jetzt da mal fertig bald mit Belagern oder wie sieht's aus? Leute, gibt doch mal Stoff. Vasallen Nachfolgewarnung. Aha. Was genau ist das Problem? Moment. Nachfolger, Herzogtum Steiermark ist doch kein Problem. Oh, der ist kränklich. Okay, naja, gut. Was noch? Baron von Straubing, Andechs. Achso, das ist doch albern. Die Titel können nicht aus unserem Reich verschwinden, weil wir die starke Macht der Krone haben. Also, warum dann das hier eingeblendet wird, verstehe ich nicht ganz, wenn ich ehrlich bin. Aber gut. 8% gerade mal, echt mehr nicht? Naja. Ja gut, hier wird einfach mal alles durchbelagert. So machen wir das. Jawohl, 21%, heiliges Blechle. Diese ständige Klingel, ich kriege gleich noch einen Tinnitus, wenn das so weitergeht. Ja, jetzt werden die ganzen Ausbauten fertig, ne? Ist ja gut. Gut für uns. Jetzt geht die erst wieder raus aus dem Verteidigungspakt. Ach komm. Der Kaiser ist böse. Da darf er nicht rausgehen. Genau, beitreten. Sehr schön. Immer schön beitreten. Ganz wichtig. So, okay. Was ist das? Ein helles Köpfchen. Unser Nachfolger. Jawohl, natürlich. Sicher. Sehr gut. Das freut uns. Religiöser Eifer. Genau, da freut sich die Kirche. Kriegskunst plus 2, Kirchenmeinung plus 5. Das ist schön. Sehr gut. Läuft. Okay. Sind wir da jetzt fertig, oder? Ja, da ist alles belagert. Okay. Dann würde ich sagen, dann die Hauptstadt, was mit der? Oh, die ist auch schon belagert. Okay, was damit? Ist noch nicht belagert, dann marschieren wir da rüber. Eigentlich kann ich da mal hier ein bisschen die Burschen rausnehmen, ne?
Was ist jetzt wieder? Du verlierst die Eigenschaft zynisch, jawohl, gut. Okay, Moment. Aufteilen. Zack. Aufteilen. Zack. Auflösen. Wir nehmen mal ein paar raus, ne? Dass es einfach ein bisschen billiger wird. 4800 Mann reichen immer noch. Jawohl. Sehr gut. Haben wir wieder Sold gespart, ha? Der alte Sparfuchs. Prag ist fertig. Ausgebaut. Jawohl. Hier nämlich die Stadt Kuttenberg. Wer muss jetzt nicht auch an Kingdom Come Deliverance denken, ne? Genau. Kuttenberg. Neuen Vasall erschaffen. Alles gut. Passt. Das, ne? Prag. Das ist unsere wertvollste Domäne momentan. Ja. Das ist die wertvollste Domäne mit Abstand. Und wir können ja nochmal ausbauen. Das kommt noch dazu. Dann können wir zum Beispiel nochmal eine Baronie reinstellen. Nochmal eine, genau. Ja, komm. Hau rein. Wir haben Geld, also was soll's. Mein Pest ist auch gut. Aber da können wir ja nicht weiter ausbauen, ne? Genau. Mein Venedig wäre natürlich der Kracher, ne? Das ist auch nochmal so richtig dick. Die ist auch nochmal richtig dick, Venedig. Vor allem hätten wir dann natürlich auch hier Zugang, ne? Zum Gewässer und könnten, naja, eine Flotte aufbauen, die Bayerische Gebirgsmarine. Ach, ein Tränchen muss ich mir verkneifen, allein mit dem Gedanken. So. Naja, man, der hat keine Truppen mehr, ne? Das heißt, über Gefechte kann ich ja keine Punkte machen. Das ist auch ein bisschen schwierig, aber gut. Ist halt dann so. So, wir sollten uns vielleicht auch wieder Gedanken machen wegen unseres Sohnemanns, ne, wegen Heira. Wobei, der ist elf. Brauchen wir noch nicht. Brauchen wir noch nicht. Da machen wir noch keine Gedanken. Okay, Verteidigungspakt. Da sind genug dabei. Also, der wird uns nicht angreifen. Der hat noch 25.000 Mann, ne? Der hat 14.000, was? Boah. Krass, okay. Das ist aber tapfer worden. Ah, der natürlich, der war auch beim Kreuzzug dabei. Sicher, deswegen hat er so viel Geld. Ne, ich habe gut investiert, stelle ich fest. Aber ich glaube, wir haben es richtig investiert. Ja, wir haben gutes Geld ausgegeben, aber dafür scheppert sie halt auch richtig, gell? Doch, doch, dafür scheppert's. So, was ist der? Achso, das ist der Straubinger, gell? Ja, ja. Kollege hier. Baronie Straubing. Ah, der Kollege, der Expert ist ein kaufmännisches Genie. Kann ich dich freilassen? Freikaufen? Moment. Nein, okay, den will niemand haben. Schade eigentlich, gell? Bitte. Mal schauen, ob jemand unsere Gefangenen haben will. Den lasse ich nicht raus. Da hier, genau, da hier wird verkauft. Für 10. Ach süß. Was mit dem? Da weg. Ja, wird auch verkauft für 26. Na, der Sklavenhändler ist wieder am Start. Ja, ja. Böses Spiel. Ah, jetzt wird wieder gestritten wegen dem Kämmerer, oder? Was hast du? Du bist 18er? Muskulös? Okay, ist auch noch. Hafenfahrte hat er. Na dann. Besser als der Herzog. Ach du, ne? Ich herrsche in Bayern, der, ne, ne, mit dem vermeiden wir sonst nicht. Der Trottel, was will ich mit dem? Der hat nichts, der hat Anspruch auf Ungarn. Aufs Herzogtum Transsilvanien. Moment mal, wie war denn das? Oh Gott,
Der muss mindestens Graf sein bei mir, gell? Dass er dann den Herzogstitel, wenn ich ihn über Kampf. Wenn ich ihn über Kampf durchsetze, über Krieg, dann muss er mindestens Graf sein, dass der dann zu mir kommt. Nix, ich herrsche in Bayern, verstehst, Burli? Wir halten den Gedanken fest. Dich merken wir uns, heißt, sobald irgendwo mal was frei wird, kriegst du von mir die Domäne. Und wenn es nur eine kleine Subdomäne ist und dann zack, ja, dann kriegst du dein Herzogtum da drüben. Jesus, das gehört ja auch noch zu Bayern, na klar, freilich. Zu Böhmen habe ich schon wieder ganz verdrängt. Naja. Sind wir bald fertig hier eigentlich, oder? Das kann doch nicht mehr so lange dauern hier. 6,3% noch, ja. Jetzt wär's. Achso, man muss natürlich die Pause beenden, gell? Ich denke mir schon, warum dauert denn das so lange? Warum geht da nichts vorwärts? Ja, wenn man die Pause nicht beendet, dann kann sich das unter Umständen schon mal hinziehen, so eine kleine Belagerung. 58. Ja, ja, jetzt tickt natürlich hier der Warscore für uns. 23,3%, weil wir das Kriegsziel kontrollieren. Wer hat wieder was Böses gemacht? Ja, tja, schon. Anspruch auf Königreich Bayern, was? Ja, du Saubreis, du Finisher. Steiermark und Graz. Will ich jetzt? Oh. Ja, ich will jetzt eine Rebellion. Ah, verdammt. Ärgerlich. Jetzt habe ich mich schon gefreut. Jetzt habe ich mich schon gefreut, dass es eine kleine Rebellion gibt. Dann hätte ich ihm nicht den Titel aberkennen können, aber nein. So, was machen wir mit dir? Titel entziehen geht nicht, gell? Ja, weil kein Rebell. Hinrichten ist nicht ganz so lustig. Verschwörung zur Ermordung, das würde funktionieren, würde ihn zum Nachfolger machen, der ist kränklich, das ist bitter. Wer würde dann erben? Der hier. Der Kürz, na, der erbt sich hier nicht. Geht gar nicht. Genau, kann nicht außerhalb des Reichs vererbt werden. Ja, dann kriegen es wahrscheinlich wie oder sowas, keine Ahnung. Ne, ich lasse den jetzt erstmal so ein bisschen eingesperrt und... Vielleicht lernt er daraus, dass man sowas nicht macht. Ne, den König Harun, den Grausamen, den hintergeht man nicht. So, das ist eine ganz dumme Geschichte eigentlich. Sowas sollte man nicht machen. So, jetzt hat er, glaube ich, genug zum Nachdenken gehabt, oder? Wie schaut's aus? Freikaufen? 145 Gold, neues dann. Sehe ich. Wohlan, da ist er wieder. Ja, das hat er sich natürlich gemerkt, dass er inhaftiert war, aber es ist mir egal. Gell, Burle, beim nächsten Mal wird es ein bisschen hässlicher. Turnierlisten in Landeck. Zagreb wird noch ausgebaut. Okay. Ja, was haben wir denn da? Das sind noch ein paar Opfer hier, oder? Ah, das sind die Bosnier, ja, die da mitmachen. Oh je, unser Marschall. Unser Marschall ist verwundet. Die dummen Bauern, ja gut. Sollen wir noch weiter ausbauen? Jo, Kasernen, ja klar, freilich. Komm, geht auch noch. Okay, geht nicht, nein. Da könnten wir Turnierlisten noch bauen, jawohl. Immer aufs Geld schauen, Haubi. Ja, mach ich. Immer schön schauen, ja. Okay, Gesetze. Ich muss langsam mit dem Vasallenlimit auch aufpassen, ne? Genau. 7 Stück gehen noch, dann ist schon vorbei. Oh. Der Kollege hat Bozen geerbt. Das ist aber schön. Naja, gut. Gefehlsaber von Bayern, ja. Bozen, da müssen wir uns auch mal irgendwas einfallen lassen, ne? Da müssen wir einen Grafen da reinkriegen, dann wird nämlich aus der Grafshauptstadt Bozen, Bolzano, da machen wir die Baronie Eppan dann zur Grafschaftshauptstadt und dann haben wir diesen Malus nicht mehr.
Starke Macht der Krone im Reich, ja klar, sicher. Viel Spaß damit. Was? Der Graf von Schwaben? Ah, der Kanzler von Schwaben für. Ja, das ist ja eine Frechheit, das sollten sie lieber nicht machen, sonst gibt's Haue. Die haben uns schon Augsburg abspenstig gemacht. Schau dir den an. Der will Regensburg haben, alles klar. Du pass bloß auf, gell? Pass bloß auf. Mit deinen 4000 Montag, da erreichst du gar nichts, das sage ich dir. Da erreichst du gar nichts. So, da haben wir alles belagert, ne? Okay. Weißt du was, wir hauen die Burschen da unten weg, einfach so, dass wir auch ein bisschen gedübelt haben. Der Marvin, ja klar, schau mal hier. Der wird jetzt gütig. Sehr gut. Komm, wir hauen die weg. Oh ja, hier hätten wir noch ein paar Rebellen, das sehen wir nicht sehr gerne. Ach, egal. Da fliehen sie, die Burschen. Ja, sowas. Okay, was ist hier? Ach, hier müssten wir auch nochmal belagern. Oh, bad, das dauert so lang. Nö. Nö, brauche ich nicht. Ach, ich glaube 50% ist das Maximum, was man da kriegt, gell? Ich glaube, da muss ich doch nochmal belagern. Ah, Leute. Mist. Mist, 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 Mist. Mist. Die haben nur Burgen, ne? Die haben nur Burgen, die Burschen. Das ist echt bitter. 5,5, okay, komm, nehmen wir den hier. Belagern wir da halt schnell durch. Vor allem schnell, weil das ja so schnell geht. 99%. Oh, es geht doch mehr als 50%, okay. Na gut. Wenn das so ist, aber dann sind wir ja gleich bei 100, ne? Dann ist das Thema erledigt. Dann müssen wir uns da keine Gedanken machen. Prozent. Pah. Was ist denn das jetzt? Warum belagern? Hallo? Wollt ihr hier nicht belagern oder was? Ja, bin ich doof. Prinz Marvin von Bayern ist volljährig. Schwierig, okay. Der Passauer, genau. Aha. Ja. Ein ausschweifender Verschwender, das ist nicht sehr nett. Mensch, ihr könnt heiraten. Oh. Wollt ihr das? Weiß ich nicht. Ancona-Meister. Oh, das ist ja auch nicht schlecht, gell? Oh ja, genau, die haben hier eine Klopperei. Nee, das, da bin ich vorsichtig. Ja, warum belagert der hier nicht, Mensch? Warum willst du nicht belagern? Nur mal so als kleine Expertenfrage. Dann gehst du halt nach Split, mein Gott. Ist mir doch egal. Keine Ahnung, warum der jetzt diese Provinz hier nicht belagert hat. Hier belagert er, okay, immerhin. Was ist denn da los? Festungsstufe 5, okay. Ich denke mir doch, das geht ja richtig flott. Naja. Okay, also. Es wird nicht besser, gell? Wir kommen nicht auf 100%, weshalb auch immer. Die Burg in Prag ist fertig. Oh. Das heißt, Moment. Ich habe da doch irgendjemand gemerkt, den hier. Der kriegt die Burg in Prag. Baronie, genau hier. So. Ich hoffe, das reicht.
Ich hoffe, das reicht, wenn der eine Baronie hat. Ich hoffe, der braucht nicht zwingend eine Grafschaft an sich. Ich hoffe, das reicht, wenn er eine Baronie hat. So, und jetzt müsste man doch dem Ungarn. Ja. Warum kann ich dem keinen Krieg erklären? Achso, natürlich, weil wir die Aufgebote noch draußen haben. Ja, okay. Ja, lasse ich mir eingehen. Komm, jetzt machen wir hier eine Zack, 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 Schwupp 100%. Ich wollte gerade sagen, das geht mir jetzt so auf den Senkel, dass es so lange dauert. Frieden anbieten, alles klar, Dankeschön. Wiedersehen. Ah, Leute, du echt. Zurück nach Zagreb. Das gehört. Achso, das gehört jetzt auch uns, oder was? Ja, das will ich ja gar nicht. Das kann haben, wer will. Okay. Herzogtum. Herzogtum Thüringen. Oder was? Herzogtum Thüringen. Du hättest einen Anspruch. Das ist aber nur ein schwacher Anspruch. Aber nur gut, es würde gehen. Oder? Es würde gehen. Ach, schau an, da macht Kastilien gleich mit, okay. Bei uns würde Lothringen mitmachen, naja. Dich merken wir uns. Dann kriegst du den Laden hier, oder? Da kannst du den komischen Laden da haben, ne? Freut er sich. Ja, ja, alles klar. Was ist jetzt wieder? Was ist mit der hier? Was will die? Was? Die will mich umbringen? Ist die bescheuert? Die Nichte. Aha. Okay, das ist tapfer. Kann man gut finden, muss man nicht gut finden. Moment mal, das ist... Wo ist denn das? Barazin. Jesus, mein Gott. Ach so, ja. Hier. Ja, sperr sie ein, Mensch. Genau, ich wollte gerade sagen, jetzt sperr sie ein und fertig. Was glaubst du, wer du bist? Unabhängigkeit? Nein. Ins Verlies werfen, zack, weg damit. Das alte Frauenzimmer. Gleich wegsperren, aber echt. So, dann auf Latscher bitte. Dann können wir die Truppen auflösen. Sehr gut. So, Truppen auflösen. Alles ist gut. So, was ist jetzt mit dem Ungar? Der verteidigt immer noch. Der ist immer noch in zwei Kriegen. Das ist sehr schön. Heißt, wenn ich ihm jetzt den Krieg erkläre, kann ich hier sagen, pass auf, du hast Anspruch. Der Graf Viktor von Eisenburg. Worauf denn hier rauf? Na, das will ich eigentlich gar nicht. Warum kann ich das hier nicht durchsetzen? Schwacher Anspruch. Das Herzogtum Transsilvanien. Naja. Muss ich nicht verstehen, ne? Ach Gott, das stimmt, der ist ja da unten. Ach du Schande, na, was will ich denn da unten? Da will ich ja gar nicht hin. Nominelles Königreich Thüringen. Mhm. Oh je. Na. Sardinien, Korsika, nee. Nee. Nee, da ist nichts dabei, wo ich sage, das ist ein super Geschäft.
Okay, also das verstehe ich nicht, warum wir hier den hier nicht angreifen können. Da ist Litauen dabei, wow. Okay. Oh, okay. Da muss ich jetzt nicht wirklich Angst haben, glaube ich. Ein Prozent Bedrohung. Nee. Bamberg, Brabant, nee. Nee, also gegen den Kaiser muss ich jetzt nicht zwingend auf Konfrontationskurs gehen. Ich meine, den Ungarn, den, da kann man drüber nachdenken, dass man sagt, komm, wir holen uns die Provinz hier. Ja, da brauche ich auch gar nicht hier den Anspruch fingieren. Kann ich mir dann sparen. Wenn ich hier jemanden habe, einen Graf von Eisenberg, der das Ganze machen kann. Das mache ich. Jo, das mache ich. Das machen wir. So. Können wir uns den hier gleich mal versparen, aber wirklich. Okay, wie sieht's hier aus? Die ist immer noch nicht umgefahren. Jetzt wird's aber höchste Eisenbahn, ne? Gestresst und Säufer. Ja, okay, also hoffentlich macht es das nicht mehr lang. Ja, was mache ich mit meinem Kanzler? Verdammt. Oh. Ja, die ist eingesperrt. Der ist immer noch ein bisschen nachtragend. Die Herzogin von Meeren. Wo ist sie denn? Da ist sie. Okay, was ist denn er für einer? Hä? Okay. Also gut, pass auf. Du, Beziehung verbessern da. Ne, dann ist da zumindest einmal ein bisschen Ruhe, hoffentlich. Ja, und wir werden in der nächsten Folge hier so ein bisschen rumdübeln, dem Ungar auf die Mütze hauen und für unseren Vasallen vielleicht eine weitere Provinz ergattern. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Dabeisein bei Crusader Kings 2. Ja, beim nächsten Mal geht's weiter. Bis dahin, eine gute Zeit, macht's das gut. Und Servus.